Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Heute in dem Video wird es darum gehen, was ich an dieser Z900 mag. I just like the sound. Den ersten Teil habt ihr ja mit Sicherheit schon gesehen, was ich an diesem Motorrad nicht mag, die Punkte. Und ergänzend muss ich euch natürlich auch noch liefern, was ich an diesem Motorrad mag. Ich hoffe, dass ihr vorher schon das Bike-Porn-Video gesehen habt von dem Motorrad. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das Video hier aufnehme, ist das Bike-Porn-Video noch nicht fertig. Ich hoffe nur, dass ich das hinkriege bis dahin. Und jetzt möchte ich euch erzählen, was ich an diesem Schätzchen mag. Und zwar sind es insgesamt 7 Punkte, die ich mir überlegt habe, oder die mir aufgefallen sind, positiv aufgefallen sind. Und zwar ist es erstens der Motor. Wir können das mal eben demonstrieren. Ja, jetzt doof, aber zweiter Gang. Die hat 948 Kubikzentimeter Hubraum. Und die schiebt richtig, richtig gut nach vorne mit den 125 PS. Klar, wir sprechen hier nicht von einer Ducati Streetfighter, das ist mir bewusst. Aber für ein Mittelklasse-Motorrad finde ich das richtig, richtig stark, was das Motorrad abliefert, also an Power. Man muss es ein bisschen auf Drehzahl halten, aber ich sag mal so ab 6000 Umdrehungen, da macht das schon Laune, muss man schon ganz klar so sagen. Ich werde noch mal ein separates Video machen mit Topspeed und mit Beschleunigung. Das wird es nochmal separat geben. Könnt ihr euch drauf freuen. Aber der Motor ist gut. Also reicht völlig aus, der Motor. Also wenn ich ein bisschen hier durch die Landstraße fahre, ne, ein bisschen durch Sauerland oder Schwarzwald oder Harz oder so, brauche ich nicht mehr Leistung, wie diese Z900 hat. Reicht völlig aus. Völlig. Also wie gesagt, das war Punkt 1. Punkt 2 ist im direkten Zusammenhang mit dem Motor, und zwar das Getriebe. Das Getriebe, Leute, sag ich euch, ist ein Traum. Das schaltet Butter weich. Das ist der Hammer. Total harmonisch, selbst wenn ich in den ersten Gang schalte, der Gang flutscht butterweich rein, das Motorrad bewegt sich keinen Millimeter, da gibt es keinen Rucken, gar nichts. Auch im Gangwechsel, die Gänge flutschen wirklich butterweich. Gibt es eine Steigerung von butterweich? Butterstweich? Gibt es das? Okay. Aber wirklich ganz, ganz, ganz sanft da rein. Da ist ganz, ganz lieb. Also wow, da haben die Japaner sich wirklich richtig in die Zeug gelegt. Also ganz, 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 ganz großes Kino. Ja, er hat keinen Schaltautomat. Und ich glaube auch, wenn ich hier einen nachrüsten würde, würde das Getriebe dadurch sehr verunglimpft werden und es wird ruckeliger. Also so wie es jetzt ist. Ja, es hat keinen Schaltautomat, aber es ist butterweich zu schalten. Das ist der Hammer. Hammer, Hammer, Hammer gut. Also das ist Punkt 2. Punkt 3 wäre, was auch damit mit den beiden ersten Punkten zusammenhängt, ist die Laufruhe. Also wir fahren jetzt, das ist eine ruhigere Kurve. So, wir fahren jetzt im sechsten Gang. Wir fahren 55 km/h durch diese Kurve. Ganz langsam, 50 km/h.
Ja. So. Im sechsten Gang. Und jetzt gebe ich Gas. Es ruckelt gar nichts. Er beschleunigt sauber raus. Es ist Wahnsinn, wie ruhig dieses Motorrad läuft. Super, super angenehmes Gefühl. Man hat nie das Gefühl, dass ich in der Kurve im falschen Gang bin. Selbst wenn ich untertourig durch die Kurve fahre, habe ich nicht, dass ich in der Kurve schalten muss, weil ich denke, oh Mist, es ruckelt alles und ich muss den Gang wechseln in der Kurve. Das habe ich null. Null, null, null. Also wahnsinnig, wahnsinnig ruhig. Also jetzt auch hier im sechsten Gang, Fahrtkursen hier mit 70 durch die Kurven. Es ist ein entspanntes Fahren. Das ist Wahnsinn. Also das ist noch ein Punkt. Auch besonders für Fahranfänger, ne? Also ich sag mal, beim Zweizylinder habe ich ja eher schon mal das Gefühl, wenn ich untertourig fahre, dass mir das Motorrad vermittelt, okay, Bursche, du müsstest vielleicht mal schalten. Und dann kommt vielleicht ein Fahranfänger schnell ins Rundieren und will in der Kurve vielleicht schalten und bringt dadurch Unruhe ins Fahrzeug. Und das ist bei diesem Fahrzeug ganz und gar nicht der Fall. Also das ist ein Träumchen, würde ich sagen. Ein Träumchen. Der nächste positive Punkt, den ich habe, ist das Handling. Also, die hat 210 Kilo Leergewicht, aber das Handling ist der Hammer. Wie einfach dieses Motorrad zu fahren ist, das ist Wahnsinn. Ich muss gar nicht viel machen. Indem ich einfach nur meine Hüfte einknicke, fällt das Motorrad schon genau in die Kurve, wo ich das haben möchte. Ich muss auch am Lenker gar nicht viele Lenkimpulse dazugeben. Wenn ich jetzt in die Kurve fahre, knicke ich jetzt einfach die Hüfte ein bisschen zur Seite, bumm, fällt das Ding da rein. Und das ist sehr, sehr spurtreu. Also vom Handling mega. Es ist wirklich wunderbar. Also sehr einfach zu fahren. Man ist nicht überfordert. Alleine durch die Körperhaltung kannst du das Motorrad schon sehr, sehr gut und super in der Kurve positionieren und genau dahin bringen, wo du es hinhaben willst, ohne dass du grob am Lenker rumreißen willst oder musst. Also es ist wirklich ganz, 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 ganz cool. Also jetzt hier auch, zack, durch die Kurve, Linkskurve, zack, da durch. So, mega, mega, mega einfach vom Handling. Also das ist wirklich ganz, ganz schönes Fahren. Also und ruhiges Fahren. Also man wird halt nicht aufgefordert zu heizen, sondern man kann einfach so dahin cruisen. Mega toll. Also sehr, sehr glücklich. Der nächste Punkt, der mir aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist, ist das Display. Ich habe hier ein Vollfarbdisplay, was mega gut abzulesen ist. Könnt ihr vor mir sehen. Ganganzeige. All Zip und Zap könnt ihr daran ablesen. Finde ich super. Also auch in dem Preissegment. Das Vorgängermodell hatte noch alles, nicht alles, aber das meiste war analog. Ein komisches Ei obendrauf. Hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Aber das Display ist wirklich sehr, sehr schön. Auch was alles darstellt, was es anzeigen kann, was es alles anbietet an Features, mit Connectivity, Handy verbinden, App und so, bla bla. Kann alles einstellen mit Drehzahlmesser, Schaltblitz, dergleichen. So, das ist wirklich sehr, sehr schön und einfach und auch zeitgemäß. Ne? Wenn ich jetzt das 19er Modell mir betrachte, ist es nicht ganz in der Zeit drin, finde ich, meine persönliche Meinung. Und könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Der nächste positive Punkt, den ich habe, ist die LED-Beleuchtung. Also ihr habt serienmäßig komplett überall LED, LED-Blinker, LED-Scheinwerfer vorne, LED-Rückstrahler. Alles LED und ich finde es auch wirklich sehr, sehr schön vorne und hell. Hier vorne ist es gleich eine Einbuchtung.
Da kann ich es euch mal kurz zeigen, wie der Gerät von vorne aussieht mit den Lichtern. Halten wir hier mal auf dem Hof. Auch von vorne seht ihr rechts und links die Tagverleuchten und die LED-Scheinwerfer, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Blinker sind serienmäßig auch LEDs dran, aber die sind so lang gewesen. Die sind weggeflogen für Kellermann-Blinker. Die serienmäßige sieht ein bisschen aus wie Schreck. Die hat auch so Ohren, die stehen so ein bisschen ab. Daran hat mich das erinnert. Aber die sind abgeflogen. Also das war der nächste Punkt. Also war die LED-Beleuchtung. Ich sag mal auch in diesem Preissegment. Man darf ja immer nicht vergessen, was für ein Preissegment wir uns hier gerade bewegen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel andere Motorräder nehme, wie eine Aprilia, Modelljahr 2020, da ist nichts mit LED-Beleuchtung. Da ist nichts mit LED-Blinker. Die hat das alles nicht. Wir haben hier jetzt ein Motorrad, was weniger wie die Hälfte von der Aprilia kostet. Klar, ist ein anderes Segment. Aber hier haben wir halt serienmäßig komplett LED-Funzel dran. In allen Bereichen. Der nächste Punkt, der positiv ist, oder für mich positiv ist, ist Preis-Leistung. Wir haben hier ein Motorrad, was neu zwischen 9 und 9.500 Euro, je nachdem wie man verhandelt, bekommt. Kawasaki bietet noch einen Führerscheinbonus an, ja, für Führerschein-Neulinge. Die können sich nochmal 800 Euro in den Sack stecken. Auch ganz nett, was ich dafür bekomme. Wie gesagt, die Punkte mit der LED-Beleuchtung, habe ich vorhin gesagt. Preis-Leistung ist einfach ganz großes Kino, auch was ich alles habe. Ich habe unterschiedliche Fahrmodis, ich fahre jetzt in Sport, kann ich alles unterschiedlich einstellen. Also dann habe ich einen Rider-Mode, wo ich mir auch die Traktionskontrolle einstellen kann, wie die reinregeln soll. Ich habe Connectivity, wo ich das Handy mit verbinden kann, was ich bis jetzt noch nicht geschafft habe. Es soll sogar irgendwie mit Navi-Funktion sein, aber das habe ich noch nicht ganz genau herausgefunden. Da muss ich mich noch mal intensiver mit beschäftigen. Aber Preis-Leistung ist für mich ganz großes Kino, was man für diesen Preis alles bekommt. Ich habe hier fast 1000 Kubikzentimeter Hubraum bei diesem Motorrad, 125 PS, komplett LED-Beleuchtung, Fahrmodis. Ist natürlich Geschmackssache immer so ein bisschen, ich finde, das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Und das passt für mich. Aber auch die laufenden Kosten sind nicht so teuer. Die 1000er Inspektion ist durch. Ich habe jetzt für die 1000er Inspektion, boah, ich weiß das nicht mehr genau, irgendwas zwischen 180 und 190 Euro bezahlt für die erste Inspektion. Ich finde, das ist im Rahmen, ist vertretbar. Aber auch die laufenden Kosten sind sehr, sehr moderat. Ich habe dieses Motorrad jetzt Haftpflicht und Teilkasko versichert und zahle dafür im Jahr 156 Euro an Versicherung für Haftpflicht und Teilkasko. Steuern weiß ich leider nicht, muss ich euch nachliefern. Ich schreibe es einfach unten ins Bild rein, was die Steuern im Jahr sind. War aber auch nicht die Welt. Und auch der Spritverbrauch ist wirklich moderat. Also je nach Fahrweise natürlich, das ist immer hier von der rechten Hand abhängig.
Also bei easy Landstraßenfahrten, wo man nicht gerade im dritten Gang über die Landstraße ballert, schon zügiger fährt, liegt man im Verbrauch von 4,5 bis 4,8 Liter, je nachdem. Und ich finde, dass es für einen fast 1000 Kubikzentimeter großen Motor mit vier Zylindern absolut, absolut im Rahmen, was Spritverbrauch angeht. Also so ist auch nicht nur die Anschaffung, was man bekommt, sondern auch die Unterhaltskosten völlig in Ordnung und das Verhältnis passt auch, finde ich. Das waren meine Punkte, die ich habe, die mir aufgefallen sind, die mir positiv für den Motorrad aufgefallen sind. Die 7 Punkte, also der Motor, dann das Getriebe, dann die Laufruhe des ganzen Fahrzeuges, dann das Handling des Fahrzeuges, dann das Display, was mir sehr gut aufgefallen ist, die LED-Beleuchtung. Und auch die Unterhaltskosten bzw. das Preis-Leistungs-Verhältnis des Motorrades. Die Punkte, die mir nicht gefallen haben, das Video verlinke ich euch mal oben in die Infobox. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut mal ruhig mal rein. Wenn ihr eine Z besitzt, schreibt es mal in die Kommentare, was euch gefällt an euer Motorrad, auch was ihr wenn ihr vielleicht eine 19er oder 18er fahren solltet, ob es vielleicht andere Punkte sind, die noch hervorzuheben sind. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch vielleicht eine zu holen, könnt ihr gerne unten mit in die Kommentare schreiben. Ich werde darauf Bezug nehmen. Soweit ich helfen kann, werde ich das natürlich tun. Ist gar kein Problem. Auch wenn euch der Bikeporn gefallen hat, könnt ihr auch mal gerne reinschreiben. Ihr könnt euch jetzt noch freuen auf Beschleunigung und Topspeed-Video. Das wird jetzt auch noch kommen. Und die ersten Touren hiermit sind auch schon abgedreht. Die werden jetzt auch folgen, wo wir zu dritt ein paar Meter gefahren sind. Guckt auch gerne mal bei Insta vorbei. Da ist ja mein noch größeres Hobby, das Fotografieren. Guckt ruhig mal vorbei. Lasst mal einen Daumen, ein Abo da. Wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt, macht das mal. Dann können wir vielleicht ein paar andere Videos. Je größer der Kanal ist, können wir vielleicht mehr Testfahrten bekommen. Wer weiß, was da noch möglich ist. Und in dem Sinne würde ich sagen, La mattina, mi sono alzato, bella ciao, la mattina, sono alzato, un altro rimbalzo, o partigiano.